dass du mit dir von Tricky hörst. Heute möchte ich euch etwas über das Thema Boser erzählen. Was ist der Unterschied? Wie schauen die aus? Warum ist es wichtig, auf die Qualität zu achten? Und was zum Teufel hat es mit diesem Brett zu tun? Also zum ersten Mal, dieses Brett ist ein sogenannter Boserl-Shaper. Boserl-Shaper sind deswegen wichtig, weil wir schauen müssen, dass dieses Boserl, das reines Leder besteht, auch wirklich an das Pferd und an das Gesicht, die Gesichtsform, die Kaumuskulatur und auch die Nasengröße und Länge angepasst wird. Das heißt, ein Boserl einfach von der Stange zu kaufen und hoffen, dass es passt, ist ein Trugschluss. Wenn ihr euch also ein Boserl kauft, sieht es am Anfang so aus. Es ist nicht geschält, es ist nur in seiner Länge und in seiner Breite auf den Nasenrücken des Pferdes angepasst. Hier seht ihr das Boserl, das ich jetzt vom Shaper runtergenommen habe. Es ist wunderbar geformt, es passt exakt auf die Kaumuskulatur von meinem Pferd. Unten etwas breiter, oben etwas schmäler und ganz unten auch nochmal etwas schmäler. Also dieses Boserl muss zuerst in den Shaper, damit ich quasi die Gesichtsform des Pferdes anpassen kann. Wichtig ist aber schon, dass wir von Anfang an ein Boserl auch so auswählen, dass es überhaupt auf die Nasenlänge passt, also auf die Länge, wo das Boserl dann drauf liegt, damit das nicht zu viel herumflackert. Ein Boserl sollte auch sehr flexibel sein. Ihr seht, das kann man ziemlich gut biegen und es sollte auch nur aus reinem Leder bestehen, also nur Rohlederhaut. Ein Boserl, wo Schrauben oder Gartenschläuche drin verarbeitet ist halt von der Qualität nicht so gut. Also ich sage mal, dieses Boserl bewegt sich in einer Preisspanne von 200 bis 300 Euro. Und dieses Boserl bewegt sich in einer Preisspanne von 500 Euro. Das ist von einem weltweit besten Brider hergestellt und exakt auf die Nase meines Pferdes angepasst. Ich sage es mal so, wenn ihr wirklich mit Boserl reiten wollt, früher oder später werdet ihr ein gutes Boserl brauchen. Bevor ihr überhaupt eins kauft, holt euch einen guten Trainer, der vielleicht mehrere Boserl zu Hause hat, euch auch einmal eins draufgeben kann, dass ihr mal schauen könnt, passt das überhaupt für mich, ist das was für mich und mein Pferd. Und dann könnt ihr euch entscheiden. Und dann tut es für den Anfang vielleicht so um 250, 300 Euro Boserl sehr gut. Und danach kann man sich hier jederzeit einmal eins machen lassen. Vergleichen wir mal die zwei Boserl. Das ist das Boserl, das dem Jay definitiv zu groß ist. Ich glaube, das sieht jeder auf Anhieb, dass das einfach nur drauf klankelt und gar nicht passt. Ihr seht, der Jay reagiert sofort, indem er den Kopf senkt und irgendwo ausweicht, weil er mit diesem Nebengeräusch nicht viel anfangen kann. Und wenn jetzt galoppiert und das klankelt jetzt die ganze Zeit, ihr seht, er möchte die ganze Zeit ausweichen, weil es ihm unangenehm ist. Hier viel zu viel Spielraum, das ist alles einfach als ein Ganzer viel zu groß gewählt. Das passt doch nicht auf seine Nase. Das ist ein Boserl, das ich ganz gern für größere Pferde verwende. Ich habe ja mehr als nur eins. Seht's eindeutig, das ist zu groß, das passt nicht. Und wenn man sich jetzt das einfach so von der Stange kauft und jetzt sagt, hey, ich nehme jetzt einfach mal irgendein Boserl daher, wird schon irgendwie passen. Und ich mache jetzt meine Züge, also die Mikate drauf und ich reite damit und es klankelt so hin und her. Das ist fürs Pferd einfach nicht angenehm. So, und hier im Vergleich haben wir jetzt das für Jay angepasste Boserl, das genau auf seine Länge, auf seine Größe angepasst wurde, von einem der weltweit besten Brider hergestellt wurde und auch noch zusätzlich geshaped ist. Ich glaube, man sieht einen eindeutigen Unterschied. Hier klankelt nichts, die Bewegung ist sehr klar und sehr fein. Das Einzige, was ich hier sehe, wäre, dass ich sage, okay, hier über den Kaumuskel, den der Jay doch sehr stark ausgeprägt hat, dass ich hier noch ein bisschen besser shape, dass der Kaumuskel hier nicht zu eng wird. Ansonsten liegt sehr gut auf, ihr seht auch die Länge, die Größe, das passt alles super, ganz anders als das andere Boserl, kein Vergleich. Und das ist enorm entscheidend, weil das Pferd soll ja feinste Signale reagieren. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und ich ziehe hier mit zwei Fingern, ihr seht sofort, das Pferd reagiert, er geht rückwärts und er kommt sofort in eine Anlehnung. Und das ist natürlich die Krux an all diesen feinen Instrumenten. Ein feines Instrument muss auch fein verwendet werden. Das heißt, es geht nicht so, dass wir da einfach irgendwie ein Boserl drauf und dann machen wir das schon. Pferde müssen Signalreiten auch können. Also die müssen auch wissen, worum es geht. Also ich würde es nicht, dass sie hergehen und sagen, einfach jeder sein Boserl nehmen und geht schon, sondern holt sich einen guten Trainer, der damit umgehen kann, der euch da ein bisschen einschult in das Ganze, euch vielleicht ein paar verschiedene Boserl auch zeigt, die Passform direkt vor Ort zeigt und dann könnt ihr loslegen. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet mit der Information jetzt was anfangen. Diese Info und weiteres viel, viel mehr zum Thema Gebiss und gebisslose Zäumung gibt es bei uns im Gebisskundekurs, sofern es Corona zulässt, dass wir den Kurs abhalten können. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, gebt uns ein Like, weil dann zeigt es für mich heraus, diese Videos zu machen, wenn ich sehe, dass die gut ankommen. Es gibt noch total viele weitere coole, kostenlose Infos, Videos,
Videos, die wir online stellen, wo wir total viel über alles Mögliche erzählen. Schaut euch das an, auf YouTube sind wir, auf Instagram und auf Facebook. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Okay, tschüss!